Joho, Minecraft-Freunde! Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Show von einer Adventure Map. Ach Quatsch, von einer Adventure Map. Ich laber auch schon wieder Mist. Nee, das ist ein kleines Let's Show von einer Map, die ja Honeyball LP gebaut hat. Ist möglicherweise bekannt, ist nämlich ein relativ großer Let's Player oder um genau zu sein, eine Let's Playerin. Und ja, die ist so eine Let's Playerin, die man im einen Atemzug mit Gronkh nennt und auch mit Sarazar und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist hier so eine kleine Map und der Enderman versperrt uns den Weg. Und alles zurück. Moment. Ja. Enderman. Die Map heißt Überlebenssimulator 1.0. So. Just for the lulz oder for the information. So. Hier eine kleine Burg. Ich fahre einfach erstmal irgendwo lang, ne? Einfach weiter und weiter. Bis wir sind heiter. Oder heiser. Da ist doch was. Da. Ja, da bildet sich was. Also ich persönlich kenne die Map auch nicht so sehr. Ich habe sie einmal jetzt gerade eben durchflogen. Ja, das jetzt Show, was Honeyball dazu gemacht hat, habe ich mir auch nicht angeschaut. Und hier muss ich vor uns ab. Und das ist ja, also dieses, ne? Diese Map ist ja entstanden beim Let's Play von Honeyball und Zombay, aber ich habe persönlich das leider nicht geguckt, weil ich Honeyball LP davon nicht gefunden habe. Gut, oh, hier ist ja relativ viel Action-mäßiges los. Geh einfach mal hier rein ins beste Gebäude. Warum auch nicht? Kostet ja nichts. Ach, und nur noch so, das Texture Pack ist übrigens Minecraft von Honeyball LP. Aber ich werde das wahrscheinlich alles in die Beschreibung packen, falls ich es nicht vergesse. Aber ich denke schon, dass ich es vergessen werde. Ist da was drin? Nee, schade. Oh, das Texture Pack muss ich auch noch ein bisschen gewöhnen. Sieht alles noch ein bisschen strange aus, finde ich. Aber allgemein sieht es ganz gut aus. Ja, das kann man so festhalten. Ja, es kann auch sein, dass ich hier ab und zu mal so ein bisschen durchwatsche und das einfach nur hier mal so wie hier so schnell zeige, weil ich eben halt auch nicht 20.000 Stunden in dieser Map verbringen will. Die Map ist nämlich relativ groß. Und ja, falls ihr euch genauer anschauen wollt, dann könnt ihr sie ja selbst downloaden. Link in der Beschreibung. Wie, die bringt's nicht? Tür? Ich glaube irgendwo. Oh, geil ist das denn? Lava! Irgendwo draußen muss eine Tür sein. Ja, hier hatte ich vorhin schon mal meinen Spaß. Normalerweise sind hier keine Bilder dran, aber naja, was soll man machen? Normalerweise habe ich auch keinen Lex. Wieso jetzt gerade? Keine Ahnung. Wahrscheinlich weil gerade Regen dran ist oder irgendwie so ein Quatsch. Hier, Regen aus. Und schon geht es einem viel besser. Okay. Kann ich hier raufklettern? Nee, schade. Ist ja doof. Au. Ah, die Tür. Ah, okay, okay, okay. Dann gehe ich nochmal gerade in die Kirche und dann mache ich nochmal gerade die. Ja, dann drücke ich da den Schalter. Push the button and let me know before. Wohl Button ja eigentlich eher das. Ne, das Ding aus zwei Steindingern ist. Aber naja, was soll man machen? Ich war Schafi. Hier unruht unselig unser geliebter Marvin. Hallo Marvin. Hallo Parkuhr. Kaufen Sie jetzt zwei Grabsteine für nur 40 Euro. Ist ja voll das Sonderangebot. Mensch, ich glaube, da kaufe ich mir auch zwei. Hier ruht in völliger Unzufriedenheit zack die Bohne. AFK. Oh, ja, wenn Leute gestorben sind, dann sind sie AFK. Oder am Diablo spielen. Hier ruht Christoph Krachten. Wo ist Gronkh? Ja, dazu muss ich sagen, hier waren eigentlich 6 Holzblöcke und darin lag ein Feuerzeug, aber ich war hier schon mal kurz drinnen. Wie gesagt, ich habe die Map einmal kurz durchflogen, dann war ich auch kurz hier in diesem Dungeon drinnen von Christoph Krachten. Ja, aber habe das nicht komplett durchgekriegt, weil ich da einfach verreckt bin. Leider.
So, steht hier. Wie ist die Lage? Willkommen bei Clickboom. Oiho! Falls es dir wirklich noch zu schwer ist, take it. Also da war so ein Fire-Resistance-Tank drin. Was ich aber wirklich mal jetzt erstmal mache, hier um ein bisschen... naja... sicher zu sein. Suchen wir erstmal eine Rüstung. Zack, 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 zack. So, ne Moment, die lege ich noch nicht an. Denn davor muss ich noch was anderes machen. Was ist denn? Ja, zeig dich doch! Ach, dafür brauche ich noch ein paar. So. Aber wo ist denn der Zaubertisch? Ja, da ist er doch. Sehr gut. So, weil ich mache jetzt hier so ein bisschen... ach, Quatsch. Wee-hoo! Level up! Pum. Pum. Na, komm. Pum. Und pum. Ich will ja nur hier sicher gehen, dass ich das auch schabe. Oh, die Rüstung sind noch nicht gemacht. Nur ist die Scheibenrüstung. Hier, das ist immer noch die vom normalen Texture Pack. Okay. Au, 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 au. Aber wie verlieren tue ich mich nicht durch. Das ist schon mal ganz praktisch. Nicht den weiten Sprung. Huah! Geübt aus den Minecraft Adventure Maps. Ich will es auch genau aufhören zu brennen, aber hier ist kein Wasser. Gehe ich mal hier gerade und gucke. Erst wenn beide Lampen leuchten, findet Christoph Ruhe. Das hier sieht cool aus, hier ist der Eingang. Das ist echt stylisch gemacht. Ich will es ja eigentlich auch nicht großartig ritzen und so ein Quatsch. Es soll ja eigentlich nur eine Show werden. Zeige dem Gammelfleisch seinen Weg. Ich bin ein wenig verwirrt. Da ist das Gammelfleisch. Okay. Und dann fließt es dahin. Und dann... Wie soll das da jetzt weiterfließen? Ah, Moment. Der Schalter ist wahrscheinlich. Genau. Okay. Wo ist es jetzt denn verschwunden? Gammelfleisch? Ich sehe das nicht. Moment, mach ich nochmal von vorne. Sowas will ich zwar eigentlich eher, so solche Rätsel und so weiter, will ich zwar eigentlich erst... ah, da ist es. Will ich zwar eigentlich mehr im Let's Play von Adventure Maps machen, aber... naja, wenn ich hier gezwungen werde dazu, dann kann ich dagegen ja auch nichts machen, ne? So, genau, die Hand treibt da weiter. Da, weiter, weiter. Immer heiter, weiter. Vielleicht kommt sie auf die Holzdruckplatte. Hui! An. Ich bin der Mann, der es anmachen kann. Und eine Leuchte leuchtet. Wer hätte es gedacht? Release Kraken! Chicken. Ach Gottchen, Labyrinth auch noch. Boah. Für Hühnchenspawner bitte drücken. Da. Weizen. Okay, was muss ich denn damit machen? Chickenspüle. Drücken, wenn Huhn über dir. Ah. Manchmal dauert es eine kleine Weile bei bösen Hühnern. Ach, muss ich die hier reinlocken? Ah, aber ich weiß gar nicht, ob Hühner das aktivieren können. Solche Steindruckplatten. Die viel wichtigere Frage ist, wie komme ich überhaupt hoch? Das da reinzulocken. Oder kann ich das auch von unten anlocken? Wo es gerade ist. Ja, komm. Oh. Wie kommt... Alter, scheiße.
Alter Leggy! Kommt das denn überhaupt dahin? Da lang. Dann da lang. Da. Komm her! Ja, komm her! Das ist mal ein cooles Rätsel, das ist mal was Innovatives. Innovatives. So, ja, komm her! Wenn jetzt hier unter mir noch Lava und sowas wäre, dann wäre das richtig cool. Ach so, ja. Ist ja sogar richtig. Yay! So. Schalter an! Woo! Und? Rein mit dir! Juhu! Ach ja, genau. Hier und dann... Hey. Ist hier, wenn da drinnen ist und das dann springen und dann... Ne, das kommt immer wieder auf die Druckplatte rauf. So, beide an. Yeah, wir kommen durch. Oh, das sieht ja alles echt nice aus. Daumen hoch für Krach ins Grab. So, alter, ich hab viel drin. Eye of Ender. Und ganz, ganz viel Erfahrung und die schmeißen wir jetzt mal zum Boden. Erfahrungsfälle, ja! Yay! Balls, ich kriege bunte Bälle ins Gesicht, yay! Ach, ich habe jetzt keine Lust hier rauszuspringen. Es soll ja auch nur ein Let's Show werden und kein Let's Play von einer Adventure Map, deswegen fliege ich jetzt einfach mal gekonnt raus. Na, 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 na. Musik ist auch richtig cool. So, kreativen Modus raus und mal gucken. Ja, die Kirche haben uns auch schon angeguckt jetzt mittlerweile. Nicht wahr, liebe Butterblume oder Sonnenblume, wie auch immer. Ja, hier konnte man sich Sachen kaufen im Gegenzug von Slimes. Also hier zum Beispiel Werkzeugkosten pro Stück ganze 3 Slimes. Diamantenwerkzeugkosten 3 Slimes mehr. So, ach ja, stimmt, hier war ja auch noch der Anfang hier. Der Anfang vom Ende. Herzlich willkommen auf Honeyballs und Zombies Map. Bevor du losstimmst, wie ein Handfeger ein paar Worte. Die Texturen zur Map und mehr. Dein.infotext.blog. Moment, nochmal von vorne, ja. Dein-infotext.blogspot.de. Bevor du dich einrichtest, erkunde die Map und finde bei die Klickzoom, Sandmine und Slimageddon Dungeons. Danach steht es dir frei, alles auf- und abzubauen. Wihoo! Für ehrliche Spieler, die Währung hier sind Slimeballs. Du findest sie überall. Nun, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt noch nicht so viele gefunden. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ich habe viele Tiere hier gefunden. Die Tiere sind natürlich gleichzusetzen mit Abschaum. Nein... Oh, jetzt hab ich da durchgeworfen. Ich will mal dieses Haus hier, was, wo so fett Rauch rauskommt, da wohnen bestimmt Raucher drin, ne? Okay. Fetter Kamin. Oh, Querbalken hier noch. Was soll denn das sein? Wie gesagt, ihr habt das letzte Show von Honeyball nicht gesehen, deswegen weiß ich das nicht genau. Ich kann es nur erraten. Okay. Wie komme ich da hin? Nice. Ich nehme einfach mal die Slimes mit, einfach weil ich es kann. So. Too many items noch ausblenden. So, ich will jetzt gerne hier hochschwimmen. Danke. Wie komme ich denn da hinten hin? Irgendwo unter hier ist das. Ah. Okay, das ist verwirrend. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Gebäude ist. Oder was das Gebäude ist. Mit Doppel-S. Mit SS! Na gut, ich versuche jetzt mal noch ein bisschen zu rätseln.
und beende damit diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Show Minecraft Überlebenssimulator 1.0. Haut rein!